Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal von 86 Performance. Maschallah, einfach die Hübsche. Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich mich bei allen neuen Abonnenten recht herzlich bedanken und auch bei allen neuen Leuten, die meine Videos gucken. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auf Ehrenbasis vielleicht ein kleines Abo da lassen könntet. Das würde mir persönlich sehr weiterhelfen in meinen Videos und in meiner Reichweite. Gerne auch einen Daumen nach oben. Warum ich euch das Ganze sage, durch die Analytics habe ich gesehen, dass über 95% meiner Video-Zuschauer, meiner Viewer, keine Abonnenten sind. Deswegen möchte ich euch auf Ehrenbasis nochmal bitten, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ein kleines Abo. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und let's go! Fangen wir an. Wie gehe ich vor, wenn ich einen alten Motor habe mit hoher Laufleistung und möchte den so ein bisschen, ja, das ist eine Mischung aus Autopflege und Wartung und möchte den wieder ein bisschen mehr zurück ins Leben holen. Ich gehe wie folgt vor. Ich nehme einmal die Ölschlammspülung von Liquid Moly und packe den in den Motor. Zeitgleich gehe ich her und nehme für mein Auto einen Diesel, den Diesel-Systemreiniger von Liquid Moly und fülle den halt in den Tank. Und dann wird erstmal 300 Kilometer gefahren bzw. Tank leer gefahren. Die Ölschlammspülung hat folgenden Vorteil: Mit der Zeit habt ihr Ablagerungen im Motor vom Öl, die halt nicht mehr bei jedem Ölwechsel so gut weggehen. Das heißt, ihr packt das Zeug da rein, fahrt zwischen, ich glaube, 100 und 300 Kilometer, so Pi mal Daumen, und macht dann in der Regel einen ganz normalen Ölwechsel. Man kann das Ganze jetzt auch noch weiterführen, so wie ich es mache. Das heißt, ich fülle es ein, fahre meine Zeit, diese 300 Kilometer ab, gehe dann her, mache einen Ölwechsel. Vor diesem eigentlichen Ölwechsel packe ich von Liquid Moly noch die Motorspülung da rein. Das heißt, ihr geht her, bevor ihr den ersten Ölwechsel eigentlich macht, kommt das Zeug da rein, dann wird der Motor 10 Minuten im Stand laufen gelassen. Wirklich keine Drehzahl, keine Last, einfach nur laufen lassen, weil dieses Zeug ist ja, sehr aggressiv, macht euer Öl extrem dünnflüssig und hat einen Zusatz mit drin, um wirklich alle Ablagerungen rauszuholen. Deshalb auch nur 10 Minuten, übertreibt es nicht. Viele sagen, ey, die Dichtungen gehen kaputt. Ich persönlich kann nur Gutes davon berichten. Ich benutze Liquid Moly eigentlich schon seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Zumindest die Additive davon kann ich nichts Schlechtes darüber berichten. Deswegen kann ich das auch nur wärmstens weiterempfehlen. Kommen wir zum ersten Ölwechsel. Ihr lasst jetzt quasi die Schlammspülung, die Motorspülung wird rausgelassen. Und dann gehe ich her, Filter kommt natürlich auch raus. Und dann gehe ich her und tue einen neuen Filter rein oder packe einen neuen Filter rein. Und tu ein günstiges, zugelassenes Öl vom Hersteller wieder in den Motor. Dann fahre ich auf die Autobahn, fahre ca. 50 bis 100 Kilometer, das Öl auf jeden Fall ordentlich auf Temperatur gefahren, fahre dann wieder in die Werkstatt und lasse dieses Öl ab, nehme den Filter raus und packe den neuen Filter und das neue Öl rein. Ihr müsst das Öl, was ihr quasi nur für 50 Kilometer gefahren habt, nicht wegschmeißen. Das kann man durchaus beim nächsten Ölwechsel oder bei einem Kumpel, wenn die Freigabe vorhanden ist, für die gleiche Aktion nochmal benutzen. Weil das Öl wird nicht wirklich dreckig, es nimmt nur wirklich die letzten Dreckpartikel, die irgendwo am Motor noch anhaften, die beim ersten Mal nicht mit rausgekommen sind, wirklich schön auf und lässt es und transportiert sie nachher in Richtung Ölablassschraube, wenn er zum Ölwechsel kommt. Filter kann ich nur empfehlen von Mannfilter, ich hoffe, dass man das sieht, so ein bisschen mit dem Licht, ja. Sind vielleicht ein Euro oder zwei teurer, aber qualitätstechnisch noch nie Probleme gehabt mit diesen Ölfiltern. Wirklich noch nie. Ja, das soll jetzt keine Werbung sein, das ist einfach meine persönliche Empfehlung. Ich bekomme dafür genau 0,00 Cent. Und Motoröl bin ich bei Rowe gelandet, auch schon seit mehreren Jahren. Warum Rowe? Rowe ist ein deutscher Hersteller, sind im Motorsport vertreten, hat die Freigabe für die jeweiligen Fahrzeughersteller, kann ich mich darüber beschweren, auch noch nie Probleme mit gehabt. Dafür ganz klare Empfehlung für die Firma Rowe. Gut, genug geschwafelt,
Fangen wir an. So, wenn der Sound jetzt nicht ganz so geil ist, hier Ölschlammspülung, einmal öffnen, ist mit dem Verschlussstopfen zu. Einfach in den Motor geben. Vorher wichtig, wie eben gesagt, Ölstand korrigieren. Den letzten Tropfen auch noch raus, ist voll bezahlt, kann ich voll benutzen. So, hier ist der Diesel-Systemreiniger, der Trichter ist dabei. Auch wieder eine Verschlusskappe drin, einfach abreißen, draufdrehen, ansetzen und reinlaufen lassen die Suppe. Gehen wir nun her und schütten unsere Motorspülung in den Motor. Ganz wichtig vorher, was ich euch jetzt nicht gezeigt habe, ihr müsst euer Motorölstand korrigieren. Hier ist ein halber Liter drin. Ihr müsst auf jeden Fall, ihr dürft nicht über Maximum kommen, nicht dass ihr nachher noch einen Motorschaden kriegt, obwohl ihr gerade versucht, euren Motor wieder zu verbessern. So, dann wird hier unser Deckelchen zugeschraubt und jetzt wird das Auto 10 Minuten im Stand laufen gelassen. Wie gesagt, im Stand keine Drehzahl, ganz wichtig, nicht fahren, auch nicht mal eben, auch nicht mal kurz, nicht zum Bäcker, leider nein, leider gar nichts. Und dann geht die Suppe raus. Weiter geht's. Den Ölfilter lösen. Nur anlösen, noch nicht rausziehen, könnt ihr erstmal stecken lassen, dann kann er in Ruhe noch abtropfen. Und jetzt geht's hoch mit dem Auto und wir lassen das Öl ab. So, Auto ist oben, jetzt lassen wir das Öl ab. Vorsicht, heiß. Und wie ihr seht, die Viskosität von diesem Öl ist gerade wie Wasser. Zumal es ist kochend heiß. Ja, also auf jeden Fall Handschuhe tragen oder Schutzausstattung. So, ein Lappen ist auch nicht verkehrt. Und wirklich komplett ausbluten lassen, bis da fast nichts mehr rauskommt. Der Vorteil, weil ihr den Ölfilter oben schon abgeschraubt habt, ist, er zieht sich quasi kein Vakuum, sondern kann wirklich so schön leer laufen. Und genauso soll das aussehen. Und warten, bis wirklich nur noch Tröpfchen kommen, um dann den zweiten Ölwechsel zu machen, damit wir dann schön spülen können. Hier seht ihr, dass es nur noch am Tropfen ist. Und so könnt ihr das. Ihr könnt natürlich immer noch warten ein bisschen oder ihr macht die Schraube wieder rein, neues Öl und dreht eure 50 bis 100 Kilometer Runde. Die Ölablassschraube ist gewechselt. Jetzt nehmen wir noch unseren Filter raus. Und ja, dann kommt der neue Filter rein. Das günstige, aber freigegebene Öl da rein. Das Öl zeige ich euch aus dem Grund nicht, weil ich keine Marken schlecht machen möchte. Ja. Und das ist nicht mein Stil und deswegen lasse ich das. Dafür habe ich euch das andere Öl gezeigt, was am Ende reinkommt. Was, wenn ihr einfach nach günstigem Öl sucht, dann werdet ihr wahrscheinlich irgendwo im Internet schon fündig werden, bei eBay oder Amazon. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, ich mache es nicht, ich will keinen schlecht machen. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Weil ich will gar nicht behaupten, dass dieses Öl schlecht ist, es ist einfach nur günstig. Es kann auch sein, dass es super Laufeigenschaften hat, nur dass es keiner auf dem Schirm hat.
Von daher wird nicht gezeigt, was für ein Öl reinkommt. So, neuer Ölfilter ist drin, neue Dichtung ist dran. Wichtig ist, holt euch irgendwo noch ein bisschen Öl her. Schmiert die Dichtung noch ein bisschen ein. Aus einem einfachen Grund. Wer das einmal hatte, eine festgeklebte Öldichtung, weil sie nicht gefettet war, wird das kein zweites Mal machen. Dann müsst ihr bei dem Ölfilter aufpassen, da hat hier oben so eine Nase, dass die Nase oben richtig drin sitzt. Und wenn das der Fall ist, dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Einfach lose von Hand ansetzen und nachher, ich glaube, hier steht drauf, mit 25 Newtonmeter festziehen. So, morgen zusammen. Warum sage ich morgen? Weil wir haben einen neuen Tag. Ich bin heute Morgen früh kurz nach 7 losgefahren, habe knapp 75 Kilometer abgerissen, um ja, das Öl einmal auf Temperatur zu bringen, um den Motor richtig durchzuspülen. Jetzt kommt der nächste Step, wir lassen das Öl ab. Tauschen den Filter noch einmal und packen das neue Öl rein. Ihr werdet nur sehen, wie ich das neue Öl reinpacke, alles gut. Und dann werde ich euch gleich noch kurz ein bisschen was dazu erzählen, wie, was das Ganze gebracht hat, was ich jetzt schon feststellen konnte und ob das Ganze nachher noch besser wird. So, da ich euch ja gestern gesagt hatte, dass ich das Öl, was wir jetzt benutzt haben, zum Spülen nicht wegschmeißen werde, werde ich den ersten Teil absaugen. Der Motor ist jetzt immer noch auf gut Betriebstemperatur. Ich bin gerade erst reingefahren. Ich werde ihn jetzt gleich nochmal kurz laufen lassen, um den nochmal richtig schön, das heißt richtig schön warm, um das Ganze nochmal kurz in Wallung zu bringen. Ich denke mal, so die ersten 4,5 Liter werde ich absaugen und den letzten halben Liter lasse ich nachher unten rauslaufen und werde ihn wegtun. Aber 4,5 Liter haben oder nicht haben, sage ich mal. Das ist das Öl, was ich gestern als Spülöl reingeschüttet habe. Ja? Und das ist hier auch kein Fake oder ähnliches. Das ist genau so, wie ihr es hier seht. Und das ist die Soße, die gerade nach den 75 Kilometern wieder rausgekommen ist. Da könnt ihr sehen, selbst wenn ihr sauberes Öl einfüllt, ja, ihr habt noch so viel Ablagerungen im Motor, dass das Öl fast wieder schwarz ist. Ja, man kann das schön sehen. Also, ich sag mal, diese Methode, die ich euch hier gezeigt habe, die ist schon sinnvoll. Kann man nicht anders sagen. Das ist definitiv, wenn man Spaß an seinem Auto hat, Spaß an seinem Motor hat, kann ich sowas nur empfehlen. So, jetzt gehen wir her und packen hier das gute 5430 von Rowe rein. Und dann sind wir quasi auch schon durch mit, ja, mit dem Ölwechsel, der euer Auto eventuell oder der euer Motor besser zurückgesagt wieder schön zurück ins Leben holen kann. Und ich hoffe, man sieht es. Wunderschön gelb-gold, das Öl. Wie ein Freund von mir sagt, hier wird Kraftstoff noch mit Liebe verbrannt. Hier wird Öl noch mit Liebe eingefüllt. Fazit. Was hat mir dieser ganze, ich nenne es mal, ausführliche Ölwechsel oder Motorreinigung, Pflege etc. gebracht? Ich hatte im Stand so leichte Drehzahlschwankungen. Das heißt, ihr guckt auf euer Drehzahlmesser und ihr seht, wie die Nadel sich leicht bewegt. Das Ganze ist jetzt weg.
Der Motor ist viel, viel laufruhiger, wirklich. Das ist nicht gelogen, kein Marketing oder irgendwas. Das ist einfach wesentlich laufruhiger. Er springt viel, viel besser an, obwohl ich bin notorischer Aral Diesel Ultimate Fahrer. Ja, dieser Zusatz bewirkt Wunder. Ich gehe davon aus, dass er die ganzen Injektoren vorne gut gespült hat. Ihr habt vorne am Injektor mehrere kleine Bohrungen, wo der Diesel nachher eingespritzt wird in eurem Brennraum, und die setzen sich mit der Zeit, setzen sich der Ablagerung ab und die verkoken so ein bisschen, und dieses Zeug soll es halt, dieser Dieselsystemreiniger soll das Ganze halt sehr gut spülen. Hat er auch gemacht. Ich kann wirklich nur sagen, probiert's aus, ihr werdet da doch einige Erfolge verzeichnen, da gehe ich ganz stark von aus. Und jetzt gebe ich ab zu dem David mit der Mütze auf. So, welchen Vorteil hat das Ganze noch? Ihr müsst diesen Vorgang natürlich nicht bei jedem Ölwechsel machen. Wenn ihr hergeht und euer Motor liebt oder euer Auto liebt, fahrt ihr den Motor erstens warm, ja, das heißt auf Betriebstemperatur, dann könnt ihr heizen, und danach fahrt ihr ihn auch wieder kalt in Anführungsstrichen, das heißt wieder auf Betriebstemperatur. Wenn ihr jetzt hergeht und ihr habt ein Ölwechselintervall, sag ich mal, von 15.000 Kilometern, aber macht euren Ölwechsel alle 10.000, wird das euer Motor euch erstens sehr, sehr danken. Ja, gerade wenn ihr viel unter Last fahrt, sprich unter Knallgas. Und wenn ihr dann regelmäßig Ölwechsel macht, könnt ihr euch das ganze Prozedere sparen, weil das ganze Prozedere ist nachher, das ist auch nicht kostengünstig, sag ich mal, das ist schon eher kostenintensiv. Ihr könnt so grob rechnen, für diesen Ölwechsel seid ihr, wenn ihr es selber macht, das ist ja ein Do-it-yourself-Video, seid ihr also Minimum 150 Euro los. So Pi mal Daumen. Rechnet also 60, 70 Euro fürs Öl, 50 nochmal für die Additive, ja doch 150, und je nachdem, was ihr für ein Öl habt oder wie viel da reinpasst, 30 Euro fürs Öl plus die Ölfilter. Also es ist schon wirklich kostenintensiv, aber euer Motor wird dadurch wesentlich länger leben, wenn ihr alles andere auch beachtet und der Motor vorher nicht schon beschädigt ist. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert die Videos, lasst mir sehr, sehr gerne ein Abo auf meinem Kanal da, das würde mich persönlich in meiner Reichweite sehr weiterbringen, dass es andere Leute auch angezeigt kriegen, die jetzt vielleicht nicht gerade explizit nach diesem Video suchen. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Abonnenten dazu kommen würden, und bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. We'll be right back.